Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ja, heute fahren Daniel und ich nach Valencia. Ich habe mich schon so halb fertig gemacht. Jetzt fehlen noch Haare und Wimperntusche. Und dann geht's auch schon los. Outfit of the day. Daniels Outfit of the day. Wir haben uns jetzt fertig gemacht und jetzt bringen wir das Gepäckstück und den Müll runter. Yay, oder? Yay! Yay. Wir sind jetzt auf der ersten Raststätte. Richtung Südwesten. Danke, ja. Genau, gleich geht's weiter. Da kommt der hübsche Kerl. Da kommt der hübsche Kerl angelaufen. Da ist er ja. Richtung Südwesten. Und sie hat gemerkt, dass du kommst und hat direkt gesprochen. Ja. Yay! Wer? Oh, shit! Der ist ja umgekippt sogar. Vielleicht kommt er dann nie wieder raus. Wie kann man so stehen? So schräg. Ja, aber er auch. Aber der andere stand ja fast im Graben. Ja. Crazy. Angelehnt an den Berg. Wir sind bald da. Wir sind am Flughafen angekommen. Yeah. Yay. Haben unseren Koffer weggegeben und hoffentlich kommt er auch wieder an und ist nicht komplett verloren. Und jetzt gehen wir zum Gate. So, wir sind jetzt durch beide Kontrollen gekommen. Daniel ein bisschen illegal unterwegs, weil er seinen Gürtel nicht abgenommen hat. Ja, und jetzt gehen wir Richtung Boarding und gucken, ob wir jetzt zwischendurch was zu essen finden oder sonst was, ne? Und welcher Koffer ist der erste? Ne, ist nicht unser Koffer. Hey Daniel! Hey! Okay. Daniel ist sowas von ready. Aber sowas von. Und hebt ihn. Perfekt hoch. Top. Daniel macht sich einen richtig geilen Cappuccino. Irish Cappuccino, ne? XXL. Richtig angenehm und wir holen uns jetzt unser schickes Schnieke-Auto. Schnieke. Seit wann sagt man eigentlich Schnieke nicht mehr? Das hat er nie getragen. Ach so. Huch. Wir sind jetzt im Schnieke neuen Auto. Kibbidi-kipp. Kibbidi-kipp, keine Ahnung. Kipp, Mann. Und? Hast du es? Hast du es? Tschung! Ah, nee, du hast es noch nicht, ne? Ah, doch, aber ich muss manuell drehen. Oh Gott. Das ist gar nicht automatisch. Das Auto sieht von außen so cool aus. Und hier ist eine Kurbel. Ja, aber dafür haben wir so einen süßen Bildschirm. Besser? Ja, der hat schon gesagt, er mag diese Kopfteile nicht. Ja, so, wenn man so sitzt. Eben. Ja. Genau, jetzt fahren wir nach Valencia. Valencia, Valencia. Das ist so komisch, dass es so vorne ist, ne? Ja, total. Guck mal, oh, meine Freunde. Warnblinker, das weiß ich. Jetzt kommen wir nie wieder raus. Der eine Typ kam zu uns und meinte, the wrong car. Ja. It's the wrong car hier. Wo wir alle Informationen zu bekommen haben. Das ist einfach wrong car. Ja, jetzt können wir gleich wieder aussteigen. Und die ganze Stunde, die wir dafür gebraucht haben, die Kratzer und alles zu fotografieren, nochmal machen. Yay! Der hat schon so viel Lust. Wir haben exakt das gleiche Auto bekommen. Exakt. Es ist sogar dreckiger und innen stinkt es richtig schlimm. Geil. Und jetzt nochmal dieselbe Tortur mit Fehlern suchen, Fotos machen, wie die das machen. Ich lieb's. Hey, wie geil! So 3D-mäßig ist. Daniel ist ein toller Fahrer. Wollen wir alle mal festhalten.
So, wir waren jetzt im Supermarkt. Jetzt gehen wir zurück ins Auto und fahren weiter. Denn wir sollen erst so gegen 20 vor 7 in Valencia, nee, 20 vor 8 in Valencia ankommen. Ja, genau, 7:45. Und dann essen wir danach direkt was. Packen die Sachen aus und morgen starten wir dann mit Strand und so durch. Wir sind bald da. Ganz bald sind wir da, ne Daniel? Wir freuen uns schon. Da ist das schicke Ding. Daniel, geh es fragen. Und von mir packt einfach ein Polizist Hilfe. Aber Daniel, geht es fragen, ob man hier parken darf. Oh Gott. Guck mal, wie süß das ist. Wieso täuscht das? Ich finde es super süß. Ja, ich finde es auch gut. So. Nein, aber geht es der Gang. Guck dir mal die Riesendusche an. Daniel räumt seinen Koffer aus. Und da liegen schon meine Sachen, weil wir keinen Schrank haben. Und da liegt Daniel seine Sachen hin. Ja. Geil. Und danach mal mit den Kissenschlacht. Ich habe so lange keine Kissenschlacht mehr gemacht. Und du? Jeden Abend. Okay. Von dem ich nichts weiß. Er hat einfach ein Geheimnis, ein geheimes Zimmer. Ein geheimes Meer. Ja. Are you ready? Game over. Komm schon, die Polizei holen. Freunde, wir sind außer Atem. Ich würde sagen, ich habe ganz klar die Kissenschlacht gewonnen. Ganz klar verloren. Ganz klar gewonnen. Ganz klar verloren. Okay, seine Moves waren teilweise ein bisschen heftiger. Ja, wir laufen jetzt zum Mc's, weil es schon recht spät ist. Und dann gucken wir eine schicke Serie zum Einschlafen. Und morgen wird dann um wie viel Uhr? 7? Ja, 7 Uhr aufgestanden. Wer dann aufgestanden, genau, vor allen Dingen. Mhm. Ja, ne Daniel? Ja. Er googelt gerade, was es bei Mc's gibt in Spanien. So, wir waren gerade bei Burger King und bei Mc's. Wir sind wirklich gefühlt Stunden gelaufen, um dahin zu kommen. Wir können beide nicht mehr, ne Daniel? Wir machen es uns jetzt schön mit dem Tablet. Gucken wir die Serie. Es gibt einfach Burger mit Ei, Cheddar, ja, dann nochmal so ein anderer Käse, Bacon und das gibt es in Deutschland gar nicht. So, probiere ich das gleich. Und ich habe ein Cola-Glas bekommen. Perfekt für Daniel. Weil Daniel ist für mich die Farbe gelb, oder? Schaut ihn auch hier an. Ja, my sunshine. Wenn ihr die Serie kennt, schreibt sie unbedingt in die Kommentare. Ich habe sie ja letztes Jahr schon durchgesuchtet und schon auch ein paar Mal davor. Jetzt gucke ich sie das erste Mal mit Daniel zusammen. Yay! So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, smash den Like-Button, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und aktiviert die Glocke, denn jeden Sonntag und Donnerstag um 14 Uhr kommt ein neues Video online. Ja, das war unser erster Anreisetag in Valencia. Super anstrengend. Und wir gucken, wie gesagt, jetzt Supernatural und legen uns dann aufs Ohr.